Sollte ich vielleicht mal wieder stimmen. So, hallo. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Stadtfilmabend. Ich habe mich jetzt mal hier hingesetzt, an die andere Seite des Bildes, weil ich habe ein neues Stativ. Und darum habe ich jetzt versucht, die Kamera so auszurichten, dass ich auch ab und zu mal reingucke. Und dass, wenn ich auf das Geschehen gucke, hier auf dem anderen Bildschirm, dass ich dann, also dass mein Abbild auf dem Bildschirm dann auch tatsächlich dahin guckt, wo ich hingucke ungefähr. Ja. Okay, mal gucken, wie das geht. Ich habe keinen Plan mehr. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. Kein Plan, was wir hier machen wollten. Wir haben eine richtig schöne Basis schon mit Strom und allem scheinbar. Wir haben diese Kühlkammer voller Eier. Ja. Und wir haben Mitch und Isias, die beide beschützt werden wollen. Und dieser Herr Fitz hat sich uns angeschlossen. Ja, hier liegt Wolle rum, die langsam verdirbt. Kann Bench mal holen. Wer ist noch wach? Nuno ist wach. Kann mal hier den Mais holen. Und Mitch ist auch noch wach. Der darf mal das Ei tragen. So, mittlerweile haben wir hier, wie gesagt, uns fehlen die Steine, um den Fußboden noch direkt auszubauen. Wir hätten Schieferblöcke, das heißt, wir könnten jetzt hier so eine Reihe Schieferfliesen machen. Ja. Hier vielleicht so ein Weg aus Schiefer, der zu den Ausgängen führt, wie wir das... So, irgendwie cool, oder? So, mal gucken, wie viel Schiefer übrig bleibt, wenn wir das hier bauen. Da läuft Bench. Sammelt die Wolle ein. Na, guck mal, die Wege baue sogar ich. Naja, war ja auch meine Idee. Es dauert aber. Naja, wir können ja mal ein bisschen schnell machen hier. Warum ist hier drin so kalt? Jefim betet oder meditiert. Carsten schläft 18 Uhr am Nachmittag. Thank you.
Sandsteinblöcke. Forschung abgeschlossen, Langbogen. Stelle Langbögen her, mit denen man weit entfernte Gegner töten kann. Sehr gut. So, adlige Kleidung. Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Markus seinen Zylinder wieder haben will. Also forschen wir mal adlige Kleidung. Was ist hier draußen eigentlich los? Königlicher Tributeintreiber. Vom zerrütteten Reich. Ja, unser super Esszimmer für Carsten. Und der Fitz sitzt und isst. Und Bench und Jefim. Was ist das hier? Granit. Wir haben Granit. Hier könnte man Granit reinmachen dann. Granit. Das wird alles ein bisschen flickerig. Besser als gar kein Fußboden. Macht das die Schlafzimmer besser? Elefant und Wildschwein sind beste Freunde scheinbar. Wo ist eigentlich Nussi? Okay. Das ist alles ein bisschen langwierig hier, ne? Brauchen wir den jetzt noch? Also das ist hier ja jetzt auch fertig, dieses Feld. Ich glaube, dann können wir den auch auseinanderbauen hier. Kostet nur Strom.
Nussi auf den Reisfeldern. Was wir machen könnten, fällt mir gerade auf. Wir könnten, glaube ich, auch so. Wir haben ja hier im. Naja, die Steuereintreiber ziehen weiter. Wir haben denen nichts bezahlt, aber müssen die halt mit leben jetzt. Hier dieses. Dieses Satelliten-Abgreifding. Davon können wir hier mal zwei hinbauen. Können wir vielleicht auch Tiere verkaufen? Können wir vielleicht auch Tiere verkaufen an vorbeiziehende Schiffe? Das hier Marmor. Eine Chinchilla ist trächtig, na prima. Oh, wir haben schon den ganzen Stoff, haben wir jetzt schon weg. Das ist natürlich ungünstig. Vielleicht sollten wir mehr von der Baumwolle anbauen. Wie viel Heilkräuter haben wir? 148. Das ist eigentlich schon eine Menge. Ne? Hier vielleicht noch Baumwolle. Oh, hier ist kein Strom. Diademkrone von dem Robe. Hier sind Zylinder, ne? Hier ist Zylinder, siehst du. Jetzt können wir Zylinder machen.
So. Okay, Markus kriegt das Monoschwert. Und trägt bitte das Gewehr rein. Und das geht ja nun nicht. Hemd aus Echsenleder, du sollst einen Hut machen, verdammt! T-Shirt aus Alpaka-Wolle. Nee, Markus, so aber nicht hier. Du sollst dir einen Zylinder machen und zwar aus Details. Was haben wir denn da? Aus Alpaka-Wolle zum Beispiel. Oh, Händler exotische Güter. Carsten, dein Typ wird verlangt. Obwohl, was hat Nono da? Arbeitsrausch, was für ein? Nur so. Kerstin inspiriert Rekrutierung. Nee, dann ist Carsten der beste Händler. Oh, wir können die Chinchillas verkaufen, ne? Immerhin. Und die Kasuare. Sonst irgendwas verkaufen? Nee, wir haben nichts weiter, oder? Können Flachbildschirm. Fernseher, Flachfernsehbildschirm, Flachbild, Fernsehbildschirm kaufen. Ich bin doch wieder im Weg, sehe ich gerade. Und zwar, wenn man die Biografie von den Leuten sich anguckt. Also 414 kriegen wir für den Elefanten. Die Kasuare behalten wir mal. Wollen wir die Chinchillas? Ich meine, die sind ja niedlich, aber wir behalten den mal. Es lohnt sich, wenn wir ein paar mehr davon haben. Könnten Ambrosia verkaufen. Also das würde eine Menge Geld bringen, wenn wir unser Ambrosia verkaufen hier. Frage, ob Kerstin das so gut findet. Verkaufen wir mal nicht alles. Was? So, geht nicht, oder was? So, da kommt unser Silber an. Können wir uns bald was Tolles hier kaufen. Ah! Zylinder! Und er hat ihn gleich auf, siehst du? Wunderbar. Schon wieder hungernde Tiere.
rum. Lassen wir die mal hier alles leer fressen. Wo geht's raus? Hier geht's raus. Gut. Mann, 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 sind das viele Tiere. So, jetzt laufen die alle hier rum. Auch schön. Könnt hier überall hin und essen. Dann die Harfe. Wäre natürlich cool, wenn wir schon einen Thronraum fertiggestellt hätten. Bevor wir irgendwelche Titel kriegen, ne? José Norman. Nervige Stimme, Masochist, Optimist. Und die drei. Okay. Soweit freundlich. Ist die Frage, sollen wir das wagen, nochmal zu versuchen, Elefanten zu zähmen? Weil so eine Elefantenzucht wäre natürlich schon okay. Praetor Theomadio Coscio, der Fraktion Das Zerrüttete Reich, braucht Leute, die ihm dabei helfen, einen Sumpf zu erforschen. Er bittet dich, für 12 Tage 3 Kolonisten zur Verfügung zu stellen. An dem für 12 Ehre oder für einen vornehmen Marinehelm, einen psychischen Strahler und 106 Jade. Oder für 44 Ruf.
Was ist das hier? Ein antikes Gerät, das ein beruhigendes psychisches Feld um sich herum projiziert. Es verbessert die Stimmung von jedem in der Nähe, funktioniert durch Wände hindurch. Das könnten wir in Carstens Raum aufbauen, oder? Klingt sehr praktisch. Okay. So, jetzt kommt ein Shuttle und dann müssen wir drei Kolonisten zur Verfügung stellen. Okay, also erstmal Fitz. Bench und ich glaube, ich gehe mal selber mit. Montieren. Könnte man hier natürlich hin. Oh, das wäre prima. Dann würden auch die Leute, die hier arbeiten, wären damit betroffen. Wenn wir den hier hinbauen, dann ist das Gefängnis mit betroffen. Das wäre natürlich auch eine coole Sache, wenn wir den hier hinbauen. Dann sogar die Leute auf der Krankenstation zu einem Großteil. Mal gucken, wie weit südlich kann ich es denn machen? Haben wir da den Raum haben wir nicht mit drin, aber hier diese ganzen Arbeitsräume drin. Das ursprüngliche Esszimmer drin, das wäre gar nicht schlecht. Bauen wir den hier auf. So, wer kriegt den, wenn Carsten. Nee, wenn Markus schon den Zylinder hat, kriegt Carsten den vornehmen Marinehelm. Siehste, mit so einem Marvin the Martian Helm forscht sich das doch gleich viel leichter. Okay, ja, nach diesem wunderbaren Auftrag, den wir jetzt erledigt haben, und beziehungsweise haben wir ja nicht wirklich erledigt, sondern die drei Kolonisten, zu denen ich ja auch gehöre, sind gerade noch unterwegs. Aber das bietet uns einen guten Anlass, um die heutige Folge zu beenden. Und das Übliche gilt, schreibt einen Kommentar, like das Video oder subscribe diesem Kanal oder in Kombination subscribe diesem Kanal und schreibt einen Kommentar oder schreibt einen Kommentar und like das Video oder like das Video und abonniert diesen Kanal oder ihr könnt auch alles drei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.